Alter! Komm jetzt hier runter, du dummer Sausack! Ich wollte gerade sagen, da kommt ein großer. Ich muss das Kleinvieh erledigen hier. Gib jetzt nicht auf! Ich bin dein Untergang! So. Jeder Triumph bringt dich dem Gipfel näher. Wirst du hier aufhören, zufrieden mit deinen bisherigen Errungenschaften? Oder wirst du auf diese mageren Gewinne verzichten und stattdessen weitermachen mit der Chance auf noch größeren Reichtum? Natürlich mache ich weiter. Tod oder Ehre? Schon wieder so ein paar Hautringe hier. Also manchmal frage ich mich echt, wie das Spiel entscheidet, in welche Richtung Fury gerade ihre Peitsche schlägt. Schlecht ich in diesem Spiel bin, ne? Hat der andere selber vernichtet? Gib jetzt nicht auf! Ah ne, da steht er. Ich dachte schon. Der Sieg ist ganz nah. Ich hasse fliegende Gegner in diesem Spiel. Weil klar, ich kann sie mit Dingen hier runterholen, aber dazu muss ich ja erst umschalten, zielen und werfen. Das ist eben tatsächlich kurz knapp geworden. Ich frage mich, ob hinter mir noch einer aufgetaucht ist. Gib jetzt nicht auf! Aber nee, anscheinend nicht. Ich habe schon wieder 7000 Seelen zusammen. Ne? So, alleine hatten wir den schon. Da kommt noch irgendwas dazu. Ich bin jetzt zu Ende.
Natürlich, gleich noch ein zweiter hinterher, warum nicht? Ich meine, so schwer sind die ja gar nicht. Zumindest wenn ich dich von ihren Attacken hier nicht die ganze Zeit vorführen lasse. Finale! Leute, Finale! Oh. Jeder Triumph bringt dich dem Gipfel näher. Wirst du hier aufhören, zufrieden mit deinen bisherigen Errungenschaften? Oder wirst du auf diese mageren Gewinne verzichten und stattdessen weitermachen mit der Chance auf noch größeren Reichtum? Tod oder Ehre! Das Finale, auf zu Welle 100. Okay, irgendwas ist da gerade direkt in mir eingeschlagen. Ach, das war der Greif. Auf den sich das Spiel schon wieder ausgerichtet hatte eben. Habt ihr das gesehen, wie es einfach auf den Greif umgeschaltet hat? Zumindest soweit ich das beurteilen kann, hatte ich da auch wieder. Ja, ich war auf den Greifen ausgerichtet und dann hat er einfach das Ziel gewechselt. Das ist natürlich mitten in so einer Kombo, wenn man gerade versucht, sich darauf zu konzentrieren, was man da tut, nicht unbedingt hilfreich. Okay, die Kleinen müssen weg hier. Auf die Knie! Das Problem ist, dass der Kleine genauso schnell ist wie der Große. Aber interessant, dass der so spät kommt hier in der Feuerprobe. Das ist ja, als Gegner hatten wir den ja tatsächlich relativ am Anfang schon. Die Horde hier nochmal macht Stress. Erstaunlich! So, vorletzte Welle. Der Sieg ist ganz nah! Natürlich erst das Kleingeschiss hier. Spüre das Brennen meiner Peitsche! Oh, zwei von denen auf einmal. Ich bin dein Untergang! Und tschüss, Mann! Jetzt zeig mir deinen Champion. Uhul, Hauptmann der Verdorbenen. Oh, wartet mal. Alter! Genau in dem Moment kriege ich Benachrichtigung von meinem Fernseher. Ja, ach so, übrigens, ich schalte mich jetzt aus. Aufgrund von Inaktivität. Verdammt! So, Uhul! Krieg Uhul aufs Maul hier. Okay, der ist natürlich drauf, ne? Der ist nicht so ganz ohne, aber ist ja auch der große Champion der Feuerprobe hier. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Spüre das Brennen meiner Peitsche! Der Sieg ist ganz nah! Ach, der funktioniert so wie Abraxas, okay. Zur Hölle mit dir. Ja, aber hier... Mein Zorn ist so viel effektiver als meine Chaosform, wenn ich mir das mal so angucke. Richtig krass.
So, moin. Du hast die Feuerprobe gemeistert und es an die Spitze geschafft. Hier ist deine Belohnung. Vielleicht bist du jetzt bereit für die ultimative Herausforderung, meine Feuerprobe ohne Unterbrechung zu überwinden, vom Anfang bis zum bitteren Ende. Sieh doch mal, Reiter, ich habe womöglich etwas, das dich interessiert. Der Schattenpanzer des Sensenmanns, der würde mich halt reizen, ne? Da bräuchte ich 40.000 Punkte nochmal für. Ne, weil Bonus Magieschaden und Bonus Gesundheitsregeneration ist halt einfach geil, ne? Der anderen Gestalt, hier hätten wir, auf der anderen Seite, hier hätten wir nochmal die Dauer der Chaosgestalt deutlich erhöht. Und hier hätten wir einfach viel mehr Schutz für uns nochmal. Einer von den beiden hier. Also Bonus Magieschaden und Bonus Gesundheitsregeneration finde ich schon geil. Aber hier zusätzliche Chaosgestalt hat natürlich auch was. Das hat alles was, Leute. Ach Mann. Ich wollte mal kurz strecken und kurz überlegen, ob ich hier jetzt einen Cut mache und das tatsächlich einmal durchfarme. Ich glaube, ich mache den Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Also, hier sehen wir uns nochmal kurz und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder. Ciao. So, Leute, da bin ich jetzt wieder in meiner schönen, schicken neuen Rüstung. Ich habe erst überlegt, ob ich die 100 Dinger komplett durchmachen soll. Habe dann aber gedacht, nee. Irgendwann hatte ich ja keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir dann ein bisschen zu riskant geworden, weil ich gedacht habe, hier der letzte Boss auf 100, wenn der mich einmal richtig erwischt, dann ist über eine Stunde an Arbeit einfach weg. Und da hatte ich jetzt in dem Moment ehrlich gesagt keinen Bock zu. Aber wir versuchen es jetzt mal mit ihm hier. Bisschen mehr Erfolg als beim ersten Mal. Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, wir haben aufgelevelt. Okay, wenn ich den Attacken ausweiche, meine Chaosform macht mich zwar unverwundbar. Getroffen werde, verliere ich halt Chaoszeit, ne? Aber prinzipiell ist der schon... Das ist schon ein heftigen hier. Aber ich glaube,
Jetzt mit der aktuellen Ausrüstung. Hat ja einfach keinerlei Schnitte. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen cheesy. Ich will halt einfach wissen, wie die Story hier mit Ulrim dann ausgeht, ne? Also einfach Wuff. So. Und ein letztes Mal. Und das sollte reichen. Ist total gecheased, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass ich den in absehbarer Zeit normal hier nicht geknackt hätte. Dazu bin ich einfach nicht gut genug. Ah ja, gucken wir aber nochmal. Können wir uns Furies Chaosform gerade nochmal so richtig schön angucken. Ah, so. Erledigt. So, gar nicht. Wenn man schießt, ist das gar nicht so schwer. Ich fühle mich richtig schmutzig. Ich fühle mich richtig schmutzig, aber gleichzeitig bin ich eigentlich auch froh, dass es vorbei ist. So, Ulrim, wir müssen reden. Oh, du mächtiger Reiter. Die Gerechtigkeit kehrt in die Schlangenlöcher zurück. Nenn mir einen Grund, warum ich dein Leben verschonen sollte. Eine gesamte Spezies wurde ausgelöscht, nur wegen deiner Gier und Hinterlist. Ihr Blut klebt an deinen Händen, nicht an meinen. Dann macht etwas mehr Blutvergießen auch keinen Unterschied, oder? Mich zu töten wäre voreilig. Auf dich wartet noch die allerfeinste Belohnung. Vergeltung ist die einzige Belohnung, die ich fordere, Ulrim. Vielleicht noch dein Fell als Bettvorleger. So schön das auch klingt, vielleicht würde dich etwas Nützlicheres zufriedenstellen. Sowas wie freier Zugang zum Schlangenloch für dich und deinesgleichen auf alle Ewigkeit. Ah. Das ist das Mindeste, das du mir anbieten kannst, Teufel. Nächster Versuch. Ist ja schon gut. Du kannst wirklich sehr überzeugend sein, wenn du willst, Fury. Es gibt noch etwas, das dich interessieren könnte. Ich trenne mich höchst ungern davon, aber... Ist das die Abgrundrüstung? Eine überaus großzügige Entschädigung für deine Mühen, nicht wahr? Komm schon, es ist wie es ist. Schlag ein. Ich bleibe am Leben und mache weiter wie gehabt. Du erhältst die Abgrundrüstung und behältst deine stilvolle Ritterlichkeit bei. Gib sie mir und geh mir aus den Augen, bevor ich meine Meinung ändere, Dämon. Was für eine kostbare Beziehung wir doch haben, Fury. Verschwinde schon, du Schlange! Aber das erklärt, warum War und Death in Darksiders und Darksiders 2 auch einfach so von Ulrim die Schlangenlöcher angeboten bekommen und nichts dafür bezahlen müssen und sonst was. Das ist alles wegen Fury. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Bitte, lass dir Zeit. So. Reportieren wir uns schon mal ans südliche Ende. Denn die Konfrontation mit Pride steht unmittelbar bevor. Ich blende mich auch mal wieder ein. Da bin ich wieder. Hallo! Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt demnächst dann tatsächlich hier das Ende erreichen. Ihr seht, ich bin jetzt Level 66. Ich habe offscreen mal meine Überreste, auch mal meine leuchtenden Überreste mit verbraucht. So, was macht denn die Abgrundrüstung? Plus 10% physischer Schaden und Magieschaden. Plus 90 Gesundheitsregeneration pro Minute. Plus 10 Zornbalkenregenerierung pro Minute. Plus 10% Löcher beim Zerschmettern von Kristallen. Das klingt doch schon mal sehr nützlich.
vom irren Schmied im Geheimen für die vier Reiter geschmiedet, kurz nachdem sie dem feurigen Rat die Treue schworen. Die Rüstung jedes Reiters wurde speziell angefertigt, um seine Macht und seine angeborenen Fähigkeiten zu verstärken. Die Rüstungen wurden versteckt und sollten zum Einsatz kommen, wenn das Ende aller Tage anbricht. Doch Furys Abgrundrüstung galt als verschollen oder womöglich von einem gerissenen Dämon gestohlen. Also ich weiß, dass wir mit War im ersten Darksiders haben wir die Abgrundrüstung auch zusammengestellt und benutzt. Ich bin mir nicht mehr sicher, hatten wir mit Death die Abgrundrüstung auch hergestellt? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall schick sieht's aus für den finalen Kampf hier. Sehr, sehr schick. So. Was sollen wir das Ganze jetzt noch unnötig hinauszögern? Ja? Wir haben Wulgrims Auftrag erfüllt. Wir haben die 100 Runden der Feuerprobe durchkämpft, wenn auch nicht so in einem Durchmarsch, obwohl ich kurz davor war. Ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Wir haben die Auserwählten alle gefunden. Wir haben uns um die Geschichte mit Abraxas und dem Fürst des Abgrunds gekümmert. Und wir haben Envy, Gluttony, Wrath, Lust, Sloth und Greed vernichtet. Bleibt nur noch der Kampf gegen Pride höchstpersönlich, die jetzt uns gesagt hat, wir sollen zurückkommen, wenn sie die einzige Sünde ist, die noch existiert. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Und ich vermute mal, also ich denke, das ist ein ganz guter Punkt für einen Schnitt für die heutige Folge. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge schon das große Finale von Darksiders 3 wird. Bis dann.